Hallo Motorradfreunde, im zweiten Video des heutigen Tages geht es auch wieder um eine QJ und zwar um die SRV 550. Ein Zweizylinder-Twin mit 550 Kubik und 48 PS. Es handelt sich hierbei um ein sehr klassisch gezeichnetes Allround-Bike. Ist also auch ein Moped, was mir persönlich vom Design her sehr entgegenkommt. Na, ihr seht es hier mit klassischen Rundscheinwerfer, allerdings komplett die Beleuchtung natürlich auch in LED-Ausführung. Doppelscheiben-Bremsanlage von Gabel upside down. Radial angeschlagene Bremssättel, übrigens die Gabel erwartungsgemäß natürlich nicht verstellbar, klar, aber von der Grundabstimmung vollkommen in Ordnung, da gibt es also gar nichts dran auszusetzen. Ansonsten die Verarbeitung überraschend gut, muss ich also ehrlich sagen. Auch hier konnte ich bei aller Suche nichts Negatives feststellen. Irgendwie schludrige Kabelverlegung oder schlechte Schweißnähte, nein, gar nichts. Also wirklich alles sauber verarbeitet. Ihr seht hier jetzt ein LCD-Display, haben wir hier. Ne, vorhin in dem Video von der 400er, da haben wir dann schon ein TFT-Display gehabt, ein mehrfarbiges. Hier haben wir ein einfaches LCD-Display mit den wichtigsten Anzeigen. Also es ist alles drauf, was man braucht. Auch hier gilt natürlich wieder Brems- und Kupplungshebel voll verstellbar. Da seht ihr die beiden Tasten zur Menüeinstellung vom Display. Eine wunderschön gearbeitete Schwinge, seitlich angeordnetes Federbein in der Federvorspannung verstellbar. Da seht ihr jetzt den Aufkleber, den hat man ein bisschen schief angebracht. Das ist jetzt nicht so schön, aber ich würde den sowieso komplett entfernen. Und hier seht ihr dann nochmal die wirklich schön gearbeitete Sitzbank, also wirklich ganz edel, gefällt mir wirklich sehr gut. Also für Serienausstattung ist es wirklich sehr gut gemacht. Ja, und dann geht's los mit der Probefahrt. Sitzposition. Der erste Eindruck sehr entspannt, also da könnte ich mir vorstellen, wirklich ja auch mal ausgiebige Tagestouren zu unternehmen. Die Sitzbank nicht zu straff, nicht zu weich, gefällt mir sehr gut. Man sitzt klassisch aufrecht, um es mal so auszudrücken. Der Kniewinkel ist auch sehr entspannt, also die Fußrasten liegen relativ weit unten. Also auch bei mir mit 1,84 m ist es wirklich sehr bequem. Was mir hier aufgefallen ist im Vergleich zu 400er, wir haben hier deutlich längere Schaltwege. Also diese kurzen, knackigen Schaltwege der 400er, die haben wir hier leider nicht. Was ja jetzt grundsätzlich aber auch kein gröberer Fehler ist, ja, wenn man von der 400er absteigt, so wie es ich gemacht habe, und direkt auf die 550er drauf geht, man muss sich halt einfach umstellen, dann funktioniert es. Aber auch hier die Gänge rasten sauber ein, gehen sauber rein, auch das passt soweit. Das ist halt ein bisschen anders wie bei der 400er. Der Motor läuft nicht so ruhig, logischerweise nicht so ruhig wie bei der 400er, der rappelt also schon etwas mehr, aber man merkt auch deutlich mehr Anzug als bei der 400er. Na klar, es sind 7 PS, was wir hier Leistungsunterschied haben. Das merkt man also durchaus beim Beschleunigen, vor allem im mittleren Drehzahlbereich. Ansonsten beschleunigt er ohne Ruckeln nach oben, ohne spürbares Leistungs- und Drehmomentloch. Auch die Hebeleien passt alles soweit, Armaturen, ne, habt ihr gesehen auf die Fotos, also wirklich guter Standard, das passt also soweit auch. Im Gegensatz zur 400er haben wir hier eine deutlich höherwertige Bremsanlage, nicht dass die 400er schlecht bremsen würde, aber ich habe es ja im Video gesagt, da muss man schon ordentlich reingreifen. Hier die Bremse von der 550er spricht deutlich sensibel an und ist insgesamt auch besser
zu dosieren, besser zu regeln. Warum man allerdings der 550er nur in Anführungszeichen ein LCD-Display gegönnt hat und kein TFT-Display wie bei der 400er, ja, das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht hat man sich gedacht, dieses LCD-Display hier schaut vielleicht vom Design her ein bisschen klassischer aus wie dieses rechteckige TFT-Display der 400er. Aber gut, keine Ahnung warum, es ist so, ja, wie gesagt, man kann es gut ablesen, es ist alles drauf, aber schöner war, oder mir persönlich hat es von der 400er schon deutlich besser gefallen. Zusammenfassend kann man sagen, für Freunde klassischer, leichter, kleiner Motorräder ist es sicherlich ein interessantes Angebot, auch in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, wie gesagt, der Tobias Zink vom ZK Outlet in Bechhofen freut sich auf euch. Meldet euch da. Tschüss!